Ich komme auch nicht ohne alles. Guck mal, ich habe dir Ritschis Troschke mitgebracht. Wahnsinn. Süßkram. Und du hast bei Rewe gefragt, was ich trinke. Ich trinke nur Troschi. Und mit dem Gutscheincode Rühl gibt's 15%. Hier, mein Schnaps. Likör. Geil. Ballert richtig, trink Wasser zwischendurch. Ist es deins? Das ist mein Schloss. Ich mag diesen Schweinespeck, Marshmallow am meisten. Geil. Ich habe Waldmeister, Kirsch, Pfefferminz oder Karamell. Wenn du drei Stück trinkst, hast du den Hut auf. Ne? Mein Rekord ist 45 bei Miss Germany. Link in der Videobeschreibung. 45 für deine Dinger? Ich habe ja nie geguckt, wie du wohnst. Nee. Hätte ich. Eigentlich erwartet man, aber es ist ja super. Was hast du denn hier alles? Alles Proteine. So, jetzt sag doch mal, komm, wir haben gerade bei Troschi einen Gutscheincode gemacht. Ja. Jetzt mach du mal. Also, ich mache 15% Gutscheine mit. Breiter als Markus. Kannst du reinmachen. Joe, ich, mach rein. Ja. Und hier eingeblendet. Ja. So, aber du wolltest mir gerade erzählen, was hast du denn alles außer Leitprodukte zugenommen, die nicht so gut waren? Ich muss ja da leider ein bisschen ausholen. Ne? Also, im Profisport ist ja nicht so, dass man das nimmt, weil man irgendwie geil drauf ist zu betrügen oder weil man auf die Nebenwirkungen scharf drauf ist, sondern Profisport heißt, du musst deinen Körper hin eine Manipulation unterliegen, bei den meisten, ja, damit du Leistung bringst, die weit über das Normale hinaus akzeptabel und nachvollziehbar ist. Ja. Was hast du alles genommen? Ja, du mehr über normale anabole Steroide, über Wachstumshormone, Insulin und so weiter. Ja. Das ist ja im Bodybuilding oder heute im Leistungssport gar kein Geheimnis mehr. Das nehmen ja ganz viele. Im Profisport, nicht in allen Sportarten, aber ich sag mal, 90% des Profisports wird gedopt. Weißt du, keiner will mehr sehen, wenn man einen Radfahrer hat, der die Pyrenäe absteigt, ja, und sagt, hier, das ist mir zu steil, ich schieb mal mein Rad. Ja. Schau dir mal, und ich guck mir manchmal so die WM 1990 an oder 66, ne, wo die Günther Netzer noch gespielt hat. Er hat die Ball angenommen, dann haben sie 3 Minuten gewartet, wo sie Ball hinspielen, haben sie jemanden abgespielt. So, wenn du heute Ball annimmst, hast du genau 3 Sekunden und dann kriegst du dreimal die Achillessehne weggedreht. Der Sport ist so schnell, so intensiv geworden, so körperlich, so betont, so leistungsfähig und intensiv. Ist das alles geschuldet, weil die Leute heute oder die Sportler in eine Eistonne gehen? Ich bin ein sehr naiver Typ und hätte ja gesagt. Ne? Andere Fragestellung. Jetzt bist du Profisportler. Ja. Ne? Und du willst an die Weltspitze. Ja. Und jetzt hast du die Chance, mit leistungsfördernden Substanzen vielleicht diesen Schritt zu gehen, was dein Körper genetisch nicht gehen könnte. Würde ich mir sofort reinballern. So. Ich würde aber auch sofort für 200 Millionen nach Saudi-Arabien gehen. Ja. Und das muss ich, glaube ich, jeder selber die Frage stellen, der sagt, Dopingsünder gehören weggesperrt oder so. Jeder würde doch in dieser Situation, oder jetzt sind wir bei Mehr wird Millionär, ja, und da steht hin, da steht die Antwort an der Wand. Würdest du da nicht hingucken? Würdest das, ne? Das heißt, der Mensch neigt doch zum Vorteil des eigenen Seins zu betrügen. Tricksen. Zu tricksen. Ja. Also nicht betrügen, sagen zu tricksen. Tricksen. Oder? Ja, bin ich komplett bei dir. Du sprichst mir aus der Seele. Und ich finde das immer so diese doppelmoralische Scheiße, wenn manche Leute sagen, ja, yeah, der Leistungssport muss sauber sein. Ja, das sind doch die Erste, die das Maul aufmachen würde, wenn dann der in den 90 Minuten nicht den Ball reinschießt, weil er vielleicht aber nicht mehr kann, nachdem er 60 Meter im Vollsprint gerannt ist. So was kriege ich nicht. Ja, guck doch mal hier, nimm doch mal. Ich bin seit 9 Jahren mit der Frau zusammen und ich habe noch nie einmal gewaschenes Obst gekriegt. Aber hast du schon mal? Gestern wurde die Wassermelone da hingeschmissen. Wenn ich sage, kriege ich mal ein Stück, sagt sie, da weißt du, wo die Küche ist. Aber du musst das auch mal fragen. Bitte, Schatz, gib mir doch mal meinen Engel. Ich kriege auf allen Vieren und sage, ich bin dein Sexsklave. Und trotzdem kriege ich nicht mal eine gewaschene Traube. So. Ich würde mir mal gerne umgucken. Wie der Stromberg, so. Wie wurde ein ehemaliger oder Deutschlands erfolgreichster Bodybuilder? Meinst du, kommt irgendjemand nach, der dir den Rang ablaufen kann? Es kommt eben einer, du Oskar Leczinski, schon mal gehört, das ist ein Miracle Bear, aber in einer anderen Kategorie. Der ist gut. Der ist gut, auch mental, klar im Kopf, lieber Kerl. Rufen die jungen Hasen manchmal den alten Silberrücken an und fragen, sag mal? Nee, die haben manchmal so ein bisschen. Es ist halt so in dem Bodybuilding, ich bin so ein bisschen unantastbar für die. Ne? So. Aber wenn die dich anrufen würden und sagen, ey, sag mal, wie kann ich den nächsten Schritt machen? Gehst du ran? Nee. Okay. Es gibt hier Räumlichkeiten. Die sind nicht für alle Welt gedacht. Das finde ich gut. Weil, müsst ihr euch vorstellen, das Haus ist normalerweise komplett chaotisch. Wir haben alles genommen und haben das in einen Raum reingeschmissen. Dann ist das so, dass das, wenn du aufmachst, dass der das ganze Haus Rühl entgegenkommen wird. Dann sagt er aber, du haust dem einen in die Schnauze zu. Er stellt mir Eier, ne? Das ist dein Feenhaus. Also, spielt der Papa mit dir mit dem Haus? Nein.
Stimmt, nee, das ist Lucys Trauma. Ja, aber gut, ich kann mir auch nicht vorstellen, wie du mit Puppen spielst. Nee, ich ziehe dir höchstens aus. Ich habe einen sehr schönen Fernseher, den habe ich mir gekauft, weil eigentlich ist das mein Hobby. Guck mal, ein normaler Mensch von der Größe her mit einem Dingsbums. Wie kriegst du denn mit deinen Knubbelfoten Pass und einen Kick hin? Naja, ich spiele mittlerweile Ultimate. Ich bin gut im FIFA. Spielst du auch Call of Duty? Nee, ich mag nur Fußball spielen. Ich habe aber die Zeit nicht. Guck mal, ich spiele FIFA, weil ich einfach so ein bisschen Gehirn ausschalten will. Okay. Das ist meine Entspannung. Bester Fußballer aller Zeiten? Messi. Aber wenn ich jetzt emotional... Emotion, nur Emotion. Ronaldo. Welcher? Der dicke oder der? Nee, der dünne, also der aktuelle Ronaldo. Ah, okay. Also dahin ist meine Spielecke. Ne? Genau, Spielecke fürs Kind. Frozen ist sehr angesagt. Ja, Frozen ist unbedingt. Also Eiskönigin ist ganz wichtig. Ja, das ist unser kleines Grundstückchen, kleine Rasen. Da spielen wir als Fußball, ich und Lucy. Da haben wir so ein Plastiktor da im Gartenhaus. Wir haben eine Frage, wir gehen ja gleich nochmal rum. Da war aber auch Kunstrasen, oder? Das ist alles Kunstrasen vorne. Und manchmal liegen wir auch vorne und spielen auf dem Kunstrasen. Ah, dann, okay. Dann ist es etwas angenehmer wie da. Ich bin auch so ein bisschen ungezifferaffin und so. Also wirklich? Schreist du? Ja, ich finde es total ekelhaft. Was ich auch nicht mag, ist mit nassen Füßen auf Rasen laufen. Das geht gar nicht. Also, und Spinnen? Boah. Markus Rühl mag Spinnen nicht. Nee. Ja, siehst du, da war deine Erinnerung, die Kleine war so gerade ein Jahr alt. Ne? Ja, du warst noch verliebt, ich in der Frau, ne? Sind jetzt nicht mehr? Jetzt sind wir nur noch. Ne? Ah, okay. Ich komme vor, als wenn ich in so einem. Das ist so, ich weiß gar nicht, wie nennst du diesen Style? Ich nenne ihn reich. Also es ist so alles so edel und schön. Alicia macht den Innenausbau, das ist so ihr Hobby. Die hat auch die Möbel und so, hat sie alles entworfen. Okay. Also du bist eigentlich nur mehr eingezogen. Ich hab's bezahlt, ja. Ja. Also ich war dabei irgendwo. Es sind immer Hoodies drin und so. Also nichts Tolles. Und du hast normal welche Größe? 5XL. Bei T-Shirts und Hoodies 5XL. Also es ist ein 5XL. Hast du was von Louis Vuitton in 5XL? Nee. Ich versuche halt immer so ein bisschen schick auszusehen, ohne jetzt viel Geld für Marken. Also ich bin jetzt kein modebewusster Mensch. Ich mag dann eher andere Sachen, wo ich mal gerne was investiere dafür. So. Ach, guck mal. Oh. Prinzessinzimmer. Also bei uns musst du nicht fragen, ob Junge oder Mädchen. Das haben wir damals so entworfen. Auch Alicia mit Teppich und so weiter. Alicia ist ja Polin und die ist nach Polen und hat sich die Möbel entwerfen lassen. Dann hat ein Schreiner gemacht. Jetzt denkt jeder Decker Dennis Arschloch, aber die Preise sind in Polen halt gerade mal fünfmal so günstig wie bei uns hier. Ja, natürlich. Kannst du dann so Sachen machen. Guck mal hier, ich sehe gerade dich. Ja. Da hat die Beziehung aber auch ein bisschen. Also deine Frau, so wie jetzt. Ja. Kaum deine Tochter älter geworden. Ja, und ich. Besser. Und da sitze ich immer. Nein. Ja, und guck dann Handy oder so und die Kleine spielt. Ne? Und ich mach dann halt mit. Das ist so, die Couch habe ich für mich gekauft. Damit ich dann einen dicken Arsch hier hinsetzen kann. Ne? Ja, weißt du, ich dachte eher so, dass du überall so Metallica und E-Gitarren und hier, dass man hier reinkommt und hier so ein Wildschweinkopf hängt. Oh, Zweiberspecken. Oh. Ein wunderschönes Bad, ja. Auch auf Alicias Mist gewachsen alles. Wir haben es hier ein bisschen vergrößert. Wir haben hier noch ein Dings reinbauen lassen. Mit eine Gaube, damit die Badewanne Platz hat und so. Ja, wow! Regenwalddusche! Ja, da gehe ich rein. Ne? Eher Bahn oder Dusche? Ich bin Dusche. Hast du überhaupt in die Wanne? Nee, ich habe noch nie drin gelegen. Ja, da ist das Arbeitszimmer. Das Schlafzimmer. Ja. Ich meine, wenn man dich so sieht und alles, erwartet man sowas eben nicht. Ja. Das ist alles Frau. Also ich. Warte, aber das ist doch nicht, das ist so 1,80 mal 2, oder? Das ist groß genug, ja. Aber du brauchst nicht 2x2? Nee, ich bin ein relativ genügsamer Schlafer. Das ist, ist das ein begehbarer Kleiderschrank? Ja, das halt. Sind das deine Sachen da drin oder von deiner Frau? Aber auch? Das erwartet man gar nicht. Aber wenn du sagst, deine Frau macht alles, dann erwartet man es doch, weil es sehr schön ist. Ja. Guck mal, das ist unser erster Urlaub hier. Da muss, kann ich ja mal abholen. Zeig mal, wie habt ihr euch kennengelernt? Im Studio, lustigerweise. Beim Pumpen? Ja. Boah, wie breit du bist! Ja, ja. Das war unser erster Urlaub auf den Malediven. Ne? Hey, bist du hier mal drei? Ja. Schön. Ja, also nach geile Zeit. Ne? Vermisst du die Zeiten? Es war halt anders ohne Kind. Ne? Ist mit Kind schöner oder anders? Ja, anders. Schöner sowieso. Keiner will sein Kind mitnehmen. Ne? Bin ich komplett bei dir. Aber es ist natürlich so, du bist natürlich Gefangener. Ne? Manchmal. Also nicht mehr so unabhängig. Ne? Ja. Schade bei Akitas, dass man sie abholen muss. Man. Je älter die werden, die hat natürlich auch ein Anspruchsdenken an dich. Ne? Also wenn du jetzt einen schweren Tag hast und kommst heim, da ist nicht so wie, Papa hat einen schweren Tag, lass ihn mal in Ruhe. Da ist so Action. Und wir nicht. Papa sein ist nichts für Feiglinge. Ne? Und hier oben noch ein Dach? Da ist noch ein Dach, da haben wir einen Koffer und so weiter drin. Ah, okay. Und die ganze anabole Steroid und so. Ne? Die, man muss ihm, wie hätte es denn ausgesehen, wenn du es eingerichtet hättest? Matratze, Schlafzimmer, fertig. Also,
ich habe ja schon ein Haus gehabt. Ja. Mit meiner Ex-Frau. Das habe ich ja dann verloren bei der Scheidung mit der Simone. Vermietet. Auch schick. Bisschen was anders. Was heißt denn verloren? Weil ihr habt ja ein gutes Verhältnis. Na, ich habe sie ihr gegeben. Ah, okay. Ich habe sie ihr freiwillig gegeben, damit sie Sicherheit hat. Das ist aber nett. Und ich bin eigentlich ein netter Mann. Auch wenn viele sagen, das ist ein rühlsen Arsch oder was, aber das muss ich wirklich auch sagen. Jeder, der dich nicht so kennt. Sagen einige. Der ein oder andere mag mich auch nicht. Ja, aber es ist ja so. Man kann nicht everybody's darling sein. Das ist auch gar nicht der Anspruch, glaube ich. Wie kommt Ex-Frau mit neuer Frau klar? Okay. Ist monatsabhängig, glaube ich. Oder menstruationsabhängig, wie man das heute nennt. Du hast so ein schönes Haus. Danke. Und ihr habt euch im Fitnessstudio kennengelernt? In meinem eigenen. Ich habe ja ein Studio gehabt. Ja. 7 Jahre lang. Da war sie irgendwann da. Da habe ich gedacht, boah, ganz goldig so, ne? Aber mein Gott, die ist 20 Jahre jünger wie ich. Ne? Ich dachte, das funktioniert nicht. Also egal, machst ein bisschen Spaß mit der, ne? Gehst mal einen Kaffee trinken oder so, vögelst du mal. Ah ja, das hat geklappt und jetzt habe ich nicht nur die Soße, sondern die ganze Brate halt am Hals, ne? Weißt du? Jetzt kam noch eine kleine Brate. Nee, ich passe beiseite. War schon so lieb auf den ersten Blick. Und jetzt habt ihr einen Flo. Jetzt haben wir einen kleinen Flo. War aber auch nicht geplant. Also ich habe immer gesagt, ich möchte eigentlich gar Kinder mehr. Irgendwann kam dann die Kleine halt. Ne? Freude am Anfang groß oder Schock? Riesig. Ja? Riesig. Im Flugzeug? Wenn du neben mir sitzt, hätte ich echt schlechte Laune. Nein, das geht schon. So dick bin ich nicht mehr. Nee, aber nicht dick, breit. Ja, aber das ist ja nicht mehr so. Also wenn du Videos von damals gesehen hast, guck mal, so wie ich jetzt aussah, nochmal 25 Kilo mehr Muskeln, aber nur Muskeln. Also 25 Kilo Fleisch, ne? So auf den Tisch geschmissen und das dann da oben drauf. Das waren schon Ausmaße, das kannst du dir vorstellen. Das ist es schwer abzubauen? Also du kriegst es ja mit, sagt ja. Man so, oh Scheiße, oder? Ja, nee, welcher Mensch gibt schon gern her, ja. Hast auch wieder recht. Keiner gibt gern her. Außer fürs Kind und? Ja, dann macht man das gern. Also ja. Wenn jetzt einer sagt, du musst alle Muskeln verlieren, damit dein Kind überlebt, würde ich sofort. Wenn heute einer so dir sagt, du musst sterben, um dein Kind am Leben zu halten, würdest du sofort sterben. Ja. Ja. Also mit meinem Kind mache ich alles. Es gibt auch nur einen Grund, und das sage ich nur einen Grund auf der Welt, wofür ich alles hinschmeißen würde, und das wäre mein Kind. Was haben wir jetzt Leckeres hier? Wir haben also, Salat. Wir haben ein richtiges Bodybuilding-Essen. So habe ich früher gegessen, das war jetzt kein Blödsinn. Wir haben Salat, Hähnchenbrust gegrillt, ohne Öl oder ohne Fett. Einfach hier. Das ist wichtig, ja? Einfach hier, ja klar. Du musst ja probieren, den Fettgehalt relativ niedrig zu halten. Ne? Okay. Proteinreich, kohlenhydratreich. Normalerweise hätte ich alles das allein gegessen früher. Ja. Eine Platte und die Hälfte von dem Topf. Das wäre eine Mahlzeit gewesen. Nein. Doch, nicht übertrieben. Und das hast du alles immer selbst zubereitet? Weil eben konntest du ja nicht kochen. Ich mach's anders. Ne? Alicia macht das jetzt vornehm. Ich hätte es jetzt mit der Schere klein geschnitten. Hätte es in eine Mikrowelle gesteckt, in den Topf Wasser dazu, hätte es gekocht, hätte man Reis schnell dazu gemacht und hätte es gegessen. Oh, Gott sei Dank hast du nicht gekocht. Deswegen. So, dann wünsche ich dir einen guten Appetit. Ja. Danke fürs Kochen. Ebenso. Und das, da wirst du nicht glücklich. Deswegen guckst du immer so grimmig. Ja. Früher war das so. Wie viele Wochen? 16, also 4 Monate. 4 Monate am Stück? Mhm. Und das hat dir Spaß gemacht? So wie jeder Beruf, ne? Also mir hat es ausgemacht, sagen wir es mal so. Spaß okay. Ist was anderes, aber das Essen war ja nur Mittel zum Zweck. Ich habe ja auch keinen Hunger gehabt. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen Essen aus Genuss und Leidenschaft, was ja die meisten machen, aus Genuss, oder Essen als Ernährung. Und bei mir war die Essen ja ein Zuführ von Protein, Aminosäuren und Kohlenhydrate. Ich habe ja auch nicht gerechnet in 300 Gramm Hühnchen, sondern in 60 Gramm Eiweiß und 40 Gramm Kohlenhydrate und habe die Makros errechnet. Und je nachdem war die Mahlzeit. Ne? Aber gut gegrillt. Mein Lieber, wirklich vielen Dank, dass ich heute mit dir trainieren durfte. Es war mir ein Fest. Hat mir Spaß gemacht. Und ich würde sagen, für euch sind alle Links, die ihr da sparen könnt mit Gutscheincode und natürlich auch im Kiosk mit Troschis, könnt ihr hier nochmal alles sehen. Folgt Markus auf Instagram für Tipps. Unbedingt, würde ich mich freuen, ja. Gibt immer ein bisschen was Lustiges und Neuigkeiten. Du hast doch 5-mal so viele Follower wie ich. Ja, Follower ist wie Penislänge, kann man nie genug haben, ne? Gut, wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Habt ihr auch vegane Wurst? Sehr gut. Sehr gut. Muss man ja unterstützen, ne? Odenwälder Landgenuss, also bist hier im Odenwald. Kaufst du die Produkte nicht Nutella? Ist mir egal. Wirklich? Nee, guck mal, wie nicht.